Schon bald ist Misha nicht mehr die kleinste im Elefantenpark. Das nicht nur, weil sie sich prächtig entwickelt, sie hat seit der Geburt schon 800 Kilo zugenommen, sondern weil in der Familie Nachwuchs erwartet wird. Das ist wie im richtigen Leben. Freude und Leid liegt relativ nah beieinander. Da haben wir uns eben erst gerade von einem Elefant verabschiedet und gleichzeitig wächst ein neues Leben an. Wir haben eine junge Elefantenkuh, die Farah, die Tochter von der Zeila, die trächtig ist. Farah hat schon ein bisschen an Gewicht zugelegt und auch das Ergebnis von einer Hormonanalyse bestätigt den Verdacht, dass die Farah trächtig ist. Das ist jetzt das Produkt quasi aus der neuen Freundschaft zwischen der Farah und dem Tai, dem jungen Bullen, den wir Ende 2014 aus Heidelberg geholt haben. Wenn alles klappt, ist die Farah der erste Elefant von der zweiten Generation im Zoo Zürich, wo es Jungs auf die Welt bringt. Wenn die Geburt des Elefanten ist, kann noch nicht genau bestimmt werden. Wir haben verschiedene Deckdaten. Wir wissen, dass eine Schwangerschaft bei Elefanten so um die 22 Monate geht. Also da hat es eine größere Ungenauigkeit. Also, wir gehen mal davon aus, dass wir so gegen Ende vom zweiten Drittel der Schwangerschaft sind. Als Misha auf die Welt kam, hat ihre mittlerweile verstorbene Tante Droog das Ereignis mit einem lauten Trompeten angekündigt. Wenn das Verhalten von einem anderen Elefant übernommen wird, dürfte auch die nächste Geburt nicht verpasst werden.